hallo@euremehl.com. Ich möchte mit euch heute Putenschnitzel mit Eifüllung zubereiten. Und wir brauchen dafür Putenschnitzel, hartgekochte Eier, Speck oder Putenschinken, Frühlingszwiebel, Pfeffer, Mehl zum Wenden, Öl zum Anbraten, Gemüsefond oder Wasser zum Ablöschen. Ich habe meine Putenschnitzel jetzt einmal geklopft, dass sie schön gleichmäßig dick sind. Das ist dann wichtig, damit sie auch gleichmäßig gar werden. Dann belege ich sie mit meinem Speck. Jetzt kommt mein Ei drauf. Jetzt werden wir es schön einrollen und dann links und rechts abbinden, dass so kleine Fleischbäckchen entstehen. Ich habe auch schon Öl in meiner Pfanne erhitzt und da drinnen werde ich sie dann rundum langsam anbraten. Aber vorher wenden wir sie noch rundherum in Mehl. Damit sie nicht ankleben. Ich schneide jetzt noch meine Frühlingszwiebeln fein. Und die werde ich jetzt zusammen mit meinen Putenschnitzeln glasig anschwitzen. Die Schnitzel habe ich jetzt rundum schön angebraten und eben auch ein bisschen den Zwiebeldamm noch eingeschwitzt. Und jetzt werden wir es mit Gemüse vorab löschen und im Backofen ca. 25 Minuten fertig schmoren. Unsere Putenschnitzel sind jetzt fertig gebraten und vor dem Servieren entferne ich natürlich noch das Küchengarn. Denn das wird schon sehr, sehr stören.